Ja gut, defensiv ist schon mal keiner von denen. Zwei zur Auswahl. Ist das du? Ich glaube, Dribbling ein bisschen wenig, aber sonst. Ich glaube, ich weiß, es ist. Okay. Zeigen wir jetzt her oder nicht? Zeig die Kamera. Ich glaube, Schinter. Und es ist? Felix ja viel schneller als 69 Tempo. Ich weiß nicht, wie da die Werte sind. Ja, ich auch nicht, ich habe nur gerade. Erster Punkt für Chris. Ja, Bronzespieler auch. Ja, nicht gut im Schießen da. Das ist mein Tipp. Gibt es ein Zeitlimit oder? Wir lösen auf. Ist echt gut schon. Boah! Ich habe Bunkel gesagt, aber 70 ist eigentlich zu viel für Bunkel. Kein Punkt für beide. Das kann ja jeder sein, das ist ja wirklich keine schlechte Karte, aber muss man sagen. Ja, ich brauche da jetzt nicht lange, keine Ahnung. 71er Physics. Komm, schreib ihn, das ist alles zu schlimm. Ich habe noch nicht mal irgendeine Idee, was mein Tipp sein könnte. Tanaka und Hoffmann, und es ist. Matthias. Was wird bei Tanaka eine 71 bei Physisch oder was? Ja, schon auf dem Kraftraum und so ist das. Echt? Die 11 oder was? Mhm. Ja, nehmen wir auch. Schneller Spieler muss das sein, ne? Also Flügel. Ich sag. Na gut, aber Schinter hat 79 Tempo, also das ist jetzt nicht so viel mehr gewesen. Ne? Was sagst du? Schinter hat ja 79 Tempo. Na, Schinter hat 69. Ja, nicht 79? Nein, 69. Sind wir uns einig, oder? Das ist du. Ja. Sehr hoher Pacewert, ne? Ja, auch wahrscheinlich Kutsche, sehr oder? Ha? Muss Kutsche sein. Ja, schon. Pace 74. Schuss 70. Ja, ich hab, glaube ich. Nein, 70er Bewertung. Kurz, ich bin zwischen Gini und David. Ich sag David. Ich hab Gini genommen. Gini. Ja. Chris mit Konazzi. Und es ist. Ah, oh, ja, freue mich natürlich sehr. Ja, super vorbereitet gewesen. Ja, trotz meiner Unwissenheit so gut performe. Freue mich natürlich doppelt an. Ja, David, gar nicht auf dem Schirm. Gar nicht, oder was?